Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße alle bei Kachelmann Wetter. Heute etwas später das Video, denn ich habe noch auf das neue US-Wettermodell gewartet, wegen der Luftmassengrenze am Samstag. Und ich kann schon mal sagen, es wird so ein kleiner Krimi noch werden, beziehungsweise das US-Wettermodell gegen den Rest der Modellwelt. Das schauen wir uns gleich noch an. Ich bin beim Thema Schnee jetzt noch mal so ein bisschen zurückgegangen und habe gedacht, ja, da war doch schon mal was Mitte Oktober. Und das war 2015 bezüglich Schnee. Erinnere ich mich noch relativ gut dran, denn es hat selbst hier im Ruhrgebiet teilweise mittags geschneit. Wir wollen uns dazu mal ein paar Karten anschauen. Liegen geblieben ist der Schnee, doch vielerorts, vor allem in Teilen von Thüringen damals, wir sehen Mitte Oktober, ja, das kann schon mal für Schnee reichen, aber auch so in Westsachsen teilweise hier bis runter, bis in tiefe Lagen, sogar teilweise eine Schneedecke bis zu 10 cm. Das war dann vor allem am 14. tagsüber auch, wo es in einem breiten Streifen, wir sehen es an den Temperaturen, am Mittag dann, 14. Oktober, so in etwa von Nordrhein-Westfalen über die Mitte bis nach Sachsen rüber, teilweise Temperaturen am Mittag nur so um die 0 Grad hatte. Und da konnte ich mich nämlich noch gut erinnern, dass es selbst hier im Ruhrgebiet teilweise um die Mittagszeit dicke Flocken geschneit hat und zumindest so die Wiesen, die sind so ein bisschen weiß geworden. Vieles hier in NRW im Tiefland allerdings nicht liegen geblieben. Also man sieht schon, es kann im Oktober schon mal reichen für Schnee, aber ich bin da für den Samstag äußerst skeptisch, wie wir jetzt eben an den neuesten Wettermodellen sehen. Schauen wir uns direkt mal die Wetterlage an. Für den kommenden Samstag sehen wir schon sehr gut an der Großwetterlage die Unterschiede in den Wettermodellen. Wir haben es ja, wie wir jetzt mittlerweile ja schon gesehen haben in den vergangenen Videos, mit diesem kräftigen Hochdruckgebiet über Skandinavien zu tun, gleichzeitig mit einer Tiefdruckzone, ja, die nach den neuesten Wettermodellen sich immer weiter doch Richtung Deutschland reinschieben wird. Sprich, die Tiefdruckzone wird immer nördlicher gerechnet, der Hochdruckeinfluss mit der Kaltluft im Norden auch immer nördlicher, sprich, die milderen Luftmassen sollen viel weiter nach Norden vorankommen, nach der Mehrheit der Wettermodelle. Denn wir sehen jetzt mal, bitte genau darauf achten, das US-Wettermodell hat die Tiefdruckzone viel weiter südlich und das Hochdruckgebiet im Norden viel stärker mit dem Einfluss der Kaltluft weiter nach Norden hin. Ja, was kommt dabei raus? Ich habe ja extra auf das neueste US-Wettermodell gewartet und die große Mehrheit der Wettermodelle, jetzt einfach mal das europäische Wettermodell und das deutsche Icon-Wettermodell, sehen wir hier für den Samstag. Da ist von Temperaturen von 0 Grad oder etwas mehr, so wie wir mal hatten mit der großen Kaltluft-Luftmassengrenze, da ist gar nichts mehr zu sehen. Noch ein paar klägliche Kaltluftreste sozusagen im Norden mit mal vielleicht einstelligen Werten im hohen Norden. Sonst setzt sich die deutlich mildere Luftmasse wohl viel weiter nach Norden durch. Ja, und wenn wir uns jetzt mal anschauen, das US-Wettermodell, ich sagte es ja, ich habe extra auf den Lauf am Mittag gewartet und deswegen mal hier der 0Z-Lauf, das ist der Lauf von heute Morgen, die Berechnung, und dann jetzt, was gerade frisch am Mittag reingekommen ist. Ich dachte ja, vielleicht kippt das US-Wettermodell jetzt auch, passt sich an den anderen Modellen, nichts ist. Wir sehen, das US-Wettermodell hat die Luftmassengrenze zwar ein bisschen nördlicher jetzt drin, also schon ein Stückchen weiter nach Norden geschoben, aber immer noch so einen breiten Streifen über der Mitte Deutschlands mit Temperaturen am Samstag, Höchsttemperaturen nur um die 0 Grad und weiterhin Schneefälle an dieser Luftmassengrenze. Denn das sehen wir jetzt auch mal, wenn wir uns dazu einfach mal die Schneehöhen anschauen aus dem US-Wettermodell für den späten Samstagabend, sehen wir auch, nach beiden Berechnungen ist weiterhin die Luftmassengrenze mit Schnee drin. Insgesamt eher im östlichen Teil, sprich vor allem auch so Richtung Sachsen und Thüringen, da soll der Schnee teilweise bis runter liegen bleiben. Im westlichen Teil sind es eher so ein bisschen die höheren Lagen, die herausstechen. Aber eben riesige Unterschiede zum Großteil der Modellwelt. Und interessant ist auch, wenn wir uns einfach mal für Berlin jetzt mal die Ensembles anschauen, sprich die 50 Lösungen für die Temperatur. Wir sehen zum einen mal hier das europäische Wettermodell von gestern. Bitte mal genau auf den Samstag schauen, denn wir sehen hier die 50 Lösungen. Am Samstag zwar gestern Abend schon, noch Unsicherheiten bei der Temperatur für Samstag, aber ein Großteil der Lösungen doch um oder unter 5 Grad Höchsttemperatur für Berlin am Samstag. Und heute Morgen, 12 Stunden später, ist das europäische Wettermodell auch mit den Ensembles, mit den 50 Lösungen, komplett gekippt für den Samstag. Wir sehen, dass hier die meisten Lösungen jetzt auf der deutlich milderen Seite
Seite sind und nur noch wenige Lösungen hier für Berlin die wirkliche Kaltluft berechnen, beziehungsweise dann natürlich auch Schneeoptionen an der Luftmassengrenze. Und wenn wir uns von heute Morgen mal das US-Wettermodell anschauen, das ist ja das Kuriose, da gibt es für Berlin praktisch keine milde Lösung. Die 30 Lösungen hier aus dem US-Wettermodell, alle sind eher auf der kühlen Seite bei um die 5 Grad maximal Höchsttemperatur für Berlin. Also das ist völlig konträr, wie das US-Wettermodell im Vergleich zu den anderen Wettermodellen berechnet. Tja, was gewinnt jetzt? Was setzt sich durch? Natürlich muss man immer danach gehen, was die Mehrheit berechnet. Es ist nicht nur das US-Wettermodell, nicht nur das europäische Wettermodell und das deutsche, was eher diese mildere Schiene ohne Schnee rechnet, sondern es sind noch weitere Modelle, auch zum Beispiel das britische Modell. Ich könnte jetzt noch ein paar andere aufzählen, die man ja nicht so oft betrachtet. Deswegen muss man einfach sagen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass auch das US-Wettermodell sich noch anpasst. Allerdings festlegen will ich mich da natürlich noch nicht, denn ich habe auch schon mal erlebt, dass das US-Wettermodell doch den richtigen Riecher hatte. Sprich, wir müssen noch ein bisschen abwarten. Im Grunde lohnt es sich also noch nicht, wirklich ins Detail zu gehen. Und ich habe einfach mal dann, so würde sich der Samstag und der Sonntag gestalten, wenn jetzt eben das US-Wettermodell floppen würde bzw. verlieren würde und sich die Mehrheit der Wettermodelle durchsetzt, dann hätten wir nämlich keine Luftmassengrenze bzw. die mildere Luft würde schrittweise weiter nach Norden vorankommen. Es wäre vor allem am Samstag noch sehr stürmisch im Norden, vor allem an den Küsten, so richtig Sturm auch dabei aus Osten, aber wir sehen schon ein unbeständiges, aber vergleichsweise von Süden her immer milderes Wochenende. Da wäre nichts mit Luftmassengrenze. Ich bin wirklich äußerst gespannt, ob und wann das US-Wettermodell wirklich dann noch kippen wird. Wir wollen ein bisschen noch weiter schauen, wie der Trend so für die nächste Woche ist. Ja, und wir sehen im Grunde so erstmal dann ab Sonntag rechnen viele Modelle, dass dann eben die mildere Luft auch weiter noch bis in den äußersten Norden vorankommt, außer natürlich das US-Wettermodell, was auch am Sonntag in der gesamten Nordhälfte noch deutlich kälter ist. Aber so der Trend für die nächste Woche, der ist eigentlich im Großen und Ganzen dann relativ klar. Wir sehen nämlich im Mittel hier auch aus dem europäischen Wettermodell, dass ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik immer weiter näher kommen wird. Sprich, der Tiefdruckeinfluss vom Atlantik drückt das Hochdruckgebiet über Skandinavien weiter nach Osten. Ja, und im Grunde wird der Atlantik dann früher oder später zu Wochenbeginn, Montag, Dienstag, Mittwoch wohl immer mehr übergreifen. Dazu kommt erstmal wieder verhältnismäßig milde Luft jetzt für Ende Oktober dann schon zu uns und dann würden auch verstärkt Regenfälle übergreifen. Wir sehen das auch im Grunde vom Langfristtrend, der gestern gekommen ist, der so mal grob die Strukturen für die kommende Woche zusammenfasst. Sehen wir auch an der Luftdruckabweichung, dass das Hochdruckgebiet, der überdurchschnittlich hohe Luftdruck über Skandinavien, sich mehr weiter zurückziehen wird Richtung Osteuropa und vom Atlantik sich immer mehr Tiefdruckeinfluss Richtung Mitteleuropa breit macht. Machen wird. Sprich, erstmal wohl richtig milde Luftmassen, später vielleicht auch mal kühlere Atlantikluft und unbeständiges Wetter. Denn das zeigen uns auch die Niederschlagssignale, die insbesondere dann für die kommende Woche, ja, auch rund um Italien, Balkan, das heißt wohl auch hier teilweise ergiebige Regenfälle, insbesondere über Westeuropa sind die Niederschlagssignale am stärksten. Hier deutlich überdurchschnittliche Niederschläge für die Jahreszeit, aber auch auf Deutschland übergreifend immer mal wieder Regen. Wir können uns dazu auch noch mal anschauen, das Mittel für die Niederschlagsmengen, zunächst mal für Europa, was uns ganz gut nochmal das Bild zeigt. Das sind jetzt nicht die Abweichungen, sondern ein Mittel der Niederschlagsmengen, wo wir so ein bisschen die grobe Verteilung über Europa sehen können, mit teilweise doch sehr großen Mengen, vor allem in Teilen Südeuropas, Westeuropas, aber auch in Deutschland so ein bisschen ein geteiltes Bild. Wenn wir ein bisschen weiter nach Deutschland mal hereingehen, sehen wir, dass so eine Teilung erkennen ist im Mittelwerten, vor allem so in der Westhälfte schon um die 50 Liter Regen pro Quadratmeter berechnet. Je weiter man nach Osten kommt, desto weniger. Das deutet auch ein bisschen dahin, dass die südliche, dass eher so eine südliche, südwestliche Anströmung herrschen könnte, sprich eben nördlich der Alpen eher ein bisschen weniger und auch so nördlich der östlichen Mittelgebirge, sprich nördlich vom Erzgebirge, vom Thüringer Wald, dass dort eben eher Niederschlag abgefangen ist, deutet hier immer so auf eine westliche bis südwestliche Strömung am Boden zumindest dann hin. Ja, das mal so ein bisschen zu den Niederschlagsmengen, zu der Niederschlagsverteilung, also nächste Woche dann wohl verstärkt übergreifender Tiefdruckeinfluss. Noch ein klein bisschen Ultraspekulationsbereich. Langfristtrend habe ich mal ein bisschen durchgeschaut. Interessante Karten habe ich da gefunden, so für Anfang November dann. Denn da wird wieder von dieser eher atlantisch geprägten Wetterlage, die uns wohl dann nächste Woche bevorsteht, wird so ein bisschen wieder eine Umstellung berechnet. Denn wir sehen dann, dass doch schon wieder überdurchschnittlicher Luftdruck
und relativ starke Signale für diesen Zeitraum jetzt bis Anfang November, dass da überdurchschnittlicher Luftdruck eher wieder über Nordeuropa berechnet wird und unterdurchschnittlicher Luftdruck, ja, so im Bereich etwa so Südosteuropa, im östlichen Mittelmeerraum, schon eine relativ interessante Konstellation. Da könnten theoretisch auch östliche Strömungen bei uns mit kälteren Luftmassen ein Thema werden, denn das zeigt uns so ein bisschen auch die Höhenwetterkarte. Wenn wir uns die mal für Anfang November anschauen, wird so ein bisschen ein Cut-off-Tief angedeutet hier im Bereich Südosteuropa, ja, so im östlichen Mittelmeerraum und eben doch ein bisschen überdurchschnittlich bezüglich der Höhenwetterkarte, höheres Geopotenzial, stabilere Verhältnisse so über Nordeuropa. Also da könnte sich dann nach einer nächsten Woche, die eher atlantisch geprägt ist, vielleicht ein bisschen was tun. Insgesamt relativ interessante Karten für Anfang November, aber wie gesagt, das ist natürlich Ultraspekulationsbereich. Sind wir erstmal gespannt, was uns dann am Samstag bevorstehen wird. Wie gesagt, so ein bisschen nach der Mehrheit der Wettermodelle wird da mit Schnee nichts sein. Es sei denn wirklich, das US-Wettermodell, das wird gewinnen. Morgen das nächste Update. Macht's gut, bis dann und ciao.